Also früher hätten wir im Geschäftsleben nicht so viel Aufhebens gemacht von Trends und Nostalgie und solche modischen Sachen. Also wenn Sie mich fragen, ich halt nichts davon. Ostbahnhof und zurück, bitte. Bei mir gibt's keine Fahrkarten. Ja, und wo gibt's Fahrkarten? Da müssen Sie schon zum Automaten gehen. Ja, und wo ist der Automat? Da. Wählen, zahlen. Hallo, hallo. Sie, ich habe kein Wechselgeld für den Automaten. Zum Wechsel müssen Sie dann ins Reisebüro gehen. Ah, und wo ist das Reisebüro? Da. Das Reisebüro ist geschlossen. Können Sie mir nicht wechseln? Ja, warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Dafür bin ich doch schließlich da. Wissen Sie was? Jetzt gehe ich zu Fuß. Wenn ich als Geschäftsmann so einen Service hätte, wäre ich längst bankrott. Brückeberg Friedrich. Ja, das bin ich. Kennst du mich nicht mehr? Spannagel Gustav. Das ist der Spannagel. Ja, jetzt hätte ich die Beine nicht erkannt. Ja, ja, wir haben uns ja seit dem Krieg nicht mehr gesehen. Ja, ja, seit dem siegreichen Rückzug. Ja, ja, ja. Wie geht's dir denn? Dankeschön, ganz gut. Ich beruflich? Ja, ein Konfektionsgeschäft. Ja, das hat mich ganz schön am Bein. Ja, Konfektion ist natürlich immer gut. An mir, dass der nichts verdienen. Schau, der Anzug ist 10 Jahre alt. Ja, aber dir scheint es doch ganz gut zu gehen, ne? Was machst du denn? Also, Landwirtschaft? Ja, Lebensmittel, Hühner hab ich. Na also, das geht doch immer. Hast du schon ein Zimmer? Nein. Du, ich hab gleich ein Zimmer in Ifland reservieren lassen. Weißt du, da können wir gleich nach unserer Fete von der Bar ins Bett fallen. Vielleicht hab ich noch was frei. Ja, ich wollte eigentlich der Verband besorgen zwischen den Tag. Hallo, danke. Rückeburg. Ich habe ein Zimmer reservieren lassen. Rückeburg? Ja, das wäre 401. Danke. Bitte schön. Wir sehen uns nachher. Möchten Sie auch ein Zimmer? Nein. Wir haben aber noch etwas frei. Was kostet das? 65 mit. Was mit? Mit Bett? Mit Frühstück. Na ja, das ist ja selbstverständlich bei dem Preis. Dürfte ich dann Ihren Namen haben? So, bitte schön. Ja, für dich gut. Danke. Ja, schon wieder ein Trinkgeld. Bitte. Guten Tag. Darf ich bitte Handtuch bringen? Ja, ja. Haben Sie noch einen Wunsch? Nein. Bist du Jugoslawin? Nein, no, Signore, sondern Italiener. Italienerin, so? Si? Ich war auch in Italien. Roma, Napoli. Sono nata in Sorrento. Mia famiglia vive in Sorrento. So, Sorrento.
Da war ich auch im Krieg in Gera. Sorrent verteidigt gegen Amerikaner. Sie. Bum, bum. Aber sie waren nicht stärker wie mir. Da. Kriegst du. Das ist glücklich. Grazie, Signore. Prego. Arrivederci. Arrivederci. Wenn Sorrent die Rosen blühen, möchte ich gern ins Süden ziehen, dann ist wieder die Maizeit. Hallo? Was, ihr wart's auf mich? Wo? Ja, ich komme gleich. Um Gottes Willen. Ja, nach dem, was du erzählt hast. Ja. 2 Millionen? Ist das der Gustl? Meinst du? Grüß Gott, die Herren. Der Spanagel, unverändert. Bloß ein bisschen dicker ist er. Ein bisschen ist gut. Ich hab 40 Pfund zugenommen seit dem Krieg. Oh. Herr Amtmann, Sie meinen Bonn? Noch immer. In welchem Ministerium? Verkehrsministerium. Ah, schon. Davon brauche ich nichts. Grüß dich, Gustl. Immer noch Bayer. Sieht man das? Ja. Der Heller. Der Kämpfer bis zum Endsieg. Leutnant Witkowski. Ja, in Uniform war man fescher. Und das ist ja vorbei. Leider. Na, Gustl, kennst du mich auch noch? Gefreiter Wilhelm Mürmann. Was bist denn war mit deiner Künstlerfrisur? Antiquitätenhändler. Oh, das ist gut. Schau, so schaut's bei mir jetzt aus. Aber du weißt, die besten Liebhaber. 2 erwachsene Kinder habe ich schon. Und beide studiert. Rickelberg. 2 Millionen Umsatz? Das habe ich nicht gesagt. Also, alles betuchte Leute. Also, ich habe nur mein Beamtengehalt. Und eine reiche Frau. Und? Ja, und eine feste Pension. Währungssicher. Das vergessen die Beamten immer. Ja. Hier, eine Spende von Rückeburg. Ja. Zum Aufwärmen. Prost. Meine Herren, dass wir nie mehr einen Krieg erleben und unsere Kinder auch nicht. Ja. Ja, ich habe gerade von meinem Konfektionshaus erzählt. Vor einem Vierteljahr, da wurde das Geschäft plötzlich flau. Ja, bei mir auch. Hm? Dagegen muss natürlich etwas unternommen werden. Und das habe ich auch getan. Ich habe mein Geschäft ganz auf Nostalgie umgestellt. Auf was? Nostalgie. Heimweh nach der Vergangenheit. Ja. Ja, was sagen deine Kunden dazu? Gar nicht, sind begeistert. Jetzt brummt der Laden wieder. Natürlich 20% Seeleute, aber der Rest kauft. Und dabei ist das Angebot genau dasselbe, wie es früher war. Ja, aber wenn die Masche nach 2 Monaten wieder passé ist. Dann mache ich eben was anderes. Und dir als Werbeberater brauche ich das noch nicht zu sagen. Hast du auch ein Geschäft? Ja. Delikatessen, en gros und Detail. Umsatz? Wie viel Umsatz? Ja, ja. Na also. So ist aus jedem von uns etwas geworden. Ja. 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 Also genau, ich habe jetzt Hunger. Ja. Es ist nett, dass du mir München zeigst. Die kennt's nämlich noch nicht. Ich sage meinen Kunden immer, als ihr Werbeberater kann ich ihnen nur raten, die Geschmacktrends zu beachten. Dieser schon fast perverse Hauch von Nostalgie aktiviert Identifikationsgelüste des Käufers. Das ist jetzt modern? Ja. Das hat meine Frau schon als Kind angehabt. Ja, sicher. Aber den Fummel kannst du sowieso nächstes Jahr wieder wegschmeißen. Sehr schön, sehr appetitlich. Ich muss mich natürlich manchmal in der Großstadt informieren, was meine Kollegen hier so anbieten. Aber das ist doch mein Job, da könnte ich dich doch beraten. Ja, mit so einem Schnickschnack komme ich draußen hin. Verkaufsstrategie. Warum stellt man so einen altdeutschen Kitsch ins Schaufenster? Weil man sich sagt, da bleiben die Leute stehen. Anlocken muss man sie.
Vorwärtsdenken heißt heutzutage Rückwärtsdenken. Sehr schön ist der Schrank. Natürlich kommt das Brot aus der Brotfabrik und nicht aus einem Neandertaler Backofen. Aber Spannagel, merkt ihr, Heimweh nach der guten alten Zeit steigert den Umsatz. Du musst mir mal besuchen. Dich darf man nicht verreisen lassen. Gleich kommst du wieder mit einer neuen Idee. Da, da hat man die schönsten Sachen im Haus herumliegen. In München sind die Schaufenster voll mit sowas. Ja, nur gut, dass ich das alte Zeug von ihrem Vater alles aufgehoben habe. Die Waage tun wir schön sauber putzen. Und dann kommt es voll in den Laden. Wieso? Wir haben doch eine gute. Ja, aber keine alte, Mama. Ja, darum geht's ja gut, weil es neu ist. Doch, tadellos. Und dann die Schererei mit dem Ausweg ist ja wie zu Großvaters Zeiten. Jetzt hast du es erfasst, Mama. Das ist der neue Trend. Alles wie zu Großvaters Zeiten. Preise auch? Na, um Gottes Wunder, machen wir doch. Rückwärtsdenken heißt halt vor. Was? Ja, ja, rückwärtsdenken heißt halt vorwärtsdenken. So ähnlich hat der Witkowski gesagt. Und der Mann muss ja wissen, der verdient Millionen mit sowas. Ja, schon wieder ein neuer Geschäftsfreund. Ja, du wirst ihn kennenlernen. Ich habe ihn eingeladen. Er kommt bald. Schön, ja. Die Lampen sauber putzen und als Blickfang in den Laden. Ja, wollen Sie im Laden ein offenes Feuer machen? Ja, wer weiß, Frau Vogel, vielleicht brauchen wir bald eine Petroleumlampe, wenn's E-Werken Strom absperrt. Mama, zahl halt endlich einmal die Rechnung. Ja, von was? Ja, ganz einfach, zahl halt der andere nicht. Bissl Fantasie wär's doch haben als moderne Geschäftsfrau. Herrschaft, was ist denn jetzt? So. Zusammen? Das, zusammen? Dann mach's halt du! Was ist denn mit dir? Dir los? Ja, was soll denn sein? Die quietscht. Gut, dass wir das Öl jetzt offen haben. Du, pass auf, dass du kleckerst. Na? Olivenöl, bitte. Ja, du, also was war jetzt hier mit dem? Das hab ich. Schöner Zahn, weißt du. Du weißt, ich hole ein rotes Band, dann kann ich's binden. Irgendein Sack, ein Groß, müsste man in die Auslage stellen. Sack? So was Hässliches kann man doch nicht in die Auslage stellen. Ah, Sack. Und dann noch die Petroleumlampe. Das schaut ja dann aus wie, wie eine Kohlenhandlung im Krieg. Du, das habe ich in München im Delikatessgeschäft gesehen. Da war eine Flügeldecke und drauf ein ganzer Sack voll Kaffee geleert. Das war sehr schön. Wir haben aber doch keinen ganzen Sack voll Kaffee. Okay. Höchstens Kartoffeln. Na ja, Kartoffeln passen nicht. Nein, nein. Ein ganzer Sack Kaffee, dann in der Mitte der Mohr. Ja. Und drauf ein Kaktus. Schaut, das ist ein Jäger. Chef, die Frau Schneider möchte Haferflocken. Wo sind denn die? In dem Schubfach, wo Salz draufsteht. Wo Salz draufsteht? Ja, und wo ist dann das Salz? In dem Sack, wo es hingehört, Mama. In dem Sack, wo es hingehört. Aber das ist jetzt sehr unpraktisch. Früher hat man sich doch die Ware anschauen können und aussuchen. Ja, Frau Schneider, was wollen Sie denn beim Salz anschauen? Sie wissen doch, wie es ausschaut, mit Weiß und der Sulz. Noch was, Frau Doktor? Eigentlich möchte ich nichts als die Waage hier. Die ist so schön. Die würde ich Ihnen gern abkaufen. Na, Frau Doktor, die gebe ich nicht her. Das ist ein Erbstück vom Vater selig. Die kriegen's nicht. 30 Jahre ist in der Abstellkammer gehängt. In Ägypten hängen die Sachen 1000 Jahre, bis wertvoll sind, nicht? Für Blumen möchte ich die. Was würden Sie denn verlangen? Na, was bitten Sie? Sagen Sie am Weißen. Na, sagen Sie was? Können wir kein Geschäft machen? Können wir kein Geschäft machen. Gib's doch her, mich stört's sowieso beim Bedienen. Na, lass doch, Mama. Bitte noch 5 Trinkeier. Trinkeier, Frau Schneider, haben wir leider momentan keine, weil die Hühner haben die Mauser. Eine Maus? Nein, nein, keine Maus. Die Hühner haben die Mauser. Da sind so nackert am Bauch, wissen Sie? Ja, da legen sie nicht. Nein. Ja, die Luder, die habe ich. Wer mit einer reden, vielleicht legt's doch. Ach, ja, bitte. Also eine Maus, um Gottes Willen. Das fehlt mir jetzt. Frau Doktor, in ein paar Tagen bekommen Sie die Waage schon. Er gibt's schon her. Waschpulver noch für Wolle. Waschpulver. Ein Glück, dass mein Gatte nicht so nostalgisch ist, dass er das auch noch in die Schubladen umgefüllt hat. Noch was, Frau Schneider? 5 Pfund Mehl. Mehl? Mehl? Wo haben wir denn das Mehl? Das ist, glaube ich, da vorne in der Schublade, wo Hirse draufsteht. Mhm. Die war frei, weil Hirse führen wir ja nicht mehr. Und dabei ist die Hirse so gesund. Na, hören Sie auf, wenn das der Chef hört, der ist im Stand und besorgt Hirse. Bloß, weil es altmodisch ist.
Aber eigentlich ist es recht gemütlich hier bei Ihnen. Ja, schon, nur halt unpraktischen. Hirse, Hirse, wo haben wir denn die Hirse? Ja, da, gleich in der zweiten Schublade. Ach ja, da ist sie ja. Was ist denn? Eine Maus. Drei legefrische Eier? Was ist denn? Im Mehl sitzt eine Maus. Das gibt's doch gar nicht. Wo ist eine Maus? Ah, eine Maus! Wo ist eine Maus? Was ist denn, Frau Schneider? Was kriegst du denn? 5 Pfund Mehl, aber nur, wenn keine Maus drin ist. Elise, 5 Pfund Mehl für die Frau Schneider. Wo ist denn das Mehl? Ja, da, wo Hirse draufsteht, einfach geht's doch wirklich nicht. Was? Was? Ja, nimm mal die abgebackenen Backerl. Fünf Eier hat's nicht gegeben, nur mehr 3. Morgen gibt's wieder 5. Obacht, ich habe eine Katze erwischt. So, Matze, du tust jetzt schön aufpassen, dass das Mauserl erwischt. Geh und fangen. Brav, Matze, sehr schön ist das, sehr romantisch alles. Ja, genau wie vor der Erfindung der Elektrizität. Herr Spannagel, ich bin Ihnen schon dankbar, dass Sie mir erlauben, dass ich den Laden mit modernen Putzmitteln auswische. Okay. Ja, dass ich nicht wie bei Ihrem Herrn Vater auf die Knien ausbürsteln muss. Ja, aber blitzsauber war es damals. Ja. So, und jetzt sperren wir zu. Ja. Und machst ein leises Licht aus, das Katzen nicht erschrecken. Gute Nacht. Mach dir Spannagel. Nein, ich muss fasten. Was musst du fasten? Du mit deiner Figur gehen. Das macht doch nichts, wenn du ein bisschen Bauch kriegst. Ein Kaufmann mit einem Bauch ist die beste Empfehlung für seinen Laden. Ich gehe nur in ein Lokal mit einem ganz dicken Koch. Da weiß ich das, was Gutes gibt. Du hast die Zigaretten? Mhm. Was sagst du zum neuen Geschäft? Du, ich habe bloß die Auslage gesehen. Ein bisschen finster, meinst du nicht, mit der Petroleumlampen? Das gehört so. Mhm. Mama, was nehmen wir denn für den Sago? Ein 46, gell? Ja. Das wird ein Erfolg, ein Schlager. Also ich finde es riesig. Hätte ich dir gar nicht zugetraut, dass du so nostalgisch sein kannst. Ha, wir sind jetzt so nostalgisch, dass wir sogar Mäuse im Laden haben. Mäuse? Ja, der hat der Papa eigens vom Speicher heruntergeholt. Die erwischen schon. Ich hab über Nacht die Katz unten im Geschäft. Die Katz im Geschäft? Du, das ist nicht nostalgisch, das ist unhygienisch. Okay, der Bezirksinspektor weiß ja nichts davon. Und morgen früh ist er weg. Da ist die Maus in der Katz. Und wie geht's Geschäft? Danke, das kommt schon. Die Leute gewöhnen sich daran. Alles hat Sehnsucht nach der guten alten Zeit. Du liegst falsch mit einer guten alten Zeit. Die Hauptsache deiner Kunden sind ältere Leute, denen zum Großmarkt zu weit ist. Du meinst, die kennen die gute alte Zeit so genau, die haben gar Sehnsucht mehr danach. Die Jüngern, die finden das schick, aber die setzen sie ins Auto und fahren zu mir. Ja, dann kommen halt zu mir, die Fußgänger. Ein paar gibt's ja noch. Mama, was stinkt denn da so? Hast du was am Herd? Du als Einzelhändler musst dich auf die individuelle Bedienung stürzen. Ja, das tue ich. Da mehr wie eine halbe Stunde Tragen für von Nudeln, das kann ich doch nicht. Ja, du lieferst ins Haus zum Beispiel. Alles, was wir nicht machen, das ist deine Chance. Sag mal, da stinkt's doch. Ja. Mama! Schau doch einmal nach! Soll dir helfen, Mama? Ich weiß auch nicht, was das sein soll. Du, Mama, da unten brennt irgendwas. Wer sagt, das stinkt? Ja, da brennt's! Im Laden brennt's! 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 Der ganze Laden ist kaputt.
Professor Witkowski hat angerufen. Er sagt, er kommt dann vorbei. Um Gottes Willen, die Blamage hat's ihm doch abgesagt. Das tut mir sehr leid, dass du ausgerechnet jetzt gekommen bist, wo wir so eine Unordnung haben. Glaub mir, der Laden ist sonst sehr schön. Ja, kann ich mir vorstellen. Übrigens dachte ich mir, dein Geschäft eigentlich etwas größer. Ja? Das ist alles viel zu klein. Da kannst du das Warenangebot ja gar nicht richtig präsentieren. Also, erstmal muss diese Wand raus und der ganze Laden größer werden. Was? Wir haben ja gerade erst verkleinert voriges Jahr. Aus einem großen Laden zwei kleine gemacht, hier den Mann jetzt zu vermieten. Naja, vielleicht war dieser Fehler. Jetzt sind wir wirklich ein bisschen zu klein. Okay, Papa, wir haben noch nie wegen Überfüllung geschlossen. Sag mal, musst du denn da jetzt sauber machen? Wir haben da Personal. Was denn für Personal? Ja, die Dings, die Frau Vogel. Die versucht draußen den Andrang der Kunden zu bewältigen. Geh mal ins Büro, Kamerad. Für meine Analyse mache ich dir natürlich einen Freundschaftspreis. Meine regulären Honorare kannst du gar nicht zahlen. Meinst? Ja. Bitte, Gustl, sei vorsichtig. Bin ich. Lass ihn doch zuerst einmal kommen. Damit du mich recht verstehst, alter Kamerad, das war nur ein freundschaftlicher Vorschlag von mir. Du weißt, ich arbeite sonst nur an größeren Objekten. Sehr nobel, Kamerad. Aber Geld investieren musst du schon. Natürlich. Umsonst ist nur der Tod. Aus dem Krieg, bitte. Ja, danke. Ich arbeite dir die Pläne in allen Einzelheiten aus. Und wenn du mir dann einen kleinen Vorschuss gibst, sagen wir mal von 6.000 Mark. Was? Lassen wir erst einmal kommen, Mama. Wie viel? Na, sagen wir 5.000. 5.000. Muss gleich sein. Na, glaub mir, ich nehme sonst stolzere Preise. Kamerad. 5.000 Mark habe ich seit Jahren nicht gesehen. Geschweige denn besessen. Prost. Danke. Ja, wenn du nicht flüssig bist. Ja, das kann man sagen. Gehen wir mal. Ich nehme auch eine Bankbürgschaft. Du hast ja einen Laden. Ja. Oder 3.000. Weißt du, ich bin im Moment nicht so flüssig, Kamerad. Ich auch nicht, Kamerad. Weißt du, was du bist? Ja. Ein kleiner Kaufmann, Herr Leutnant. Du bist mir viel zu primitiv, als dass ich noch weiter mit dir verhandle. Rühr doch weiter in deinem Mief, armseliger Kleinbürger. Mama, würdest du bitte die Tür aufmachen, dass unser Kleinbürger-Mief hinaus kann? Gnädige Frau. Frau genügt. Gnädig sind bei uns die Kunden. Ja, so bald werden wir uns wohl nicht mehr sehen. Mensch, du bist vielleicht eine Enttäuschung. Tut mir leid. Servus, Kriegskamerad. Ja, Frau Vogel, was wird denn das Schönste? Wird das wieder ein Pullover für mich? Das wird doch ein Babyhosel. So? Für wen denn? Ich stricke auf Vorrat. Man kann ja nie wissen. Ja, Mama. Was? Was? Okay.